Let's start again. Moin, jetzt wäre es uns am ersten Reden und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Farming Simulator 17. Um genau zu sein, ich glaube, das ist jetzt der 98. Part mittlerweile, den ich hochlade. Es sind nur noch 2 Folgen und dann sind wir bei der 100. Folge angekommen, also jetzt noch die 99 und dann kommt ja auch schon die 100. Folge, meine lieben Freunde. Das riesengroße Farming Simulator Special, wofür ich einiges vorzubereiten habe und ich hoffe, dass es alles so funktioniert, wie ich mir das vornehme, weil es wäre echt schade, wenn das nicht klappen würde. Und wir gucken jetzt heute erstmal, ich habe mich jetzt noch nicht so ganz informiert, was ich heute alles machen will, möchte oder muss oder tun muss, ja, das habe ich nicht groß gemacht hier. Da müssen wir jetzt mal schauen. Bei den Tieren fehlt Wasser, Stroh, Gras und Sauberkeit. Ja, da können wir uns jetzt nach und nach um alles mal heute drum kümmern. Und ich möchte mich mal ganz kurz auch noch an der Stelle bei den Leuten bedanken, die im letzten Video, wo ich ja über diese Mod geredet habe, die meiner Meinung nach im Spiel fehlt, dass man den Stall vergrößern kann und so, haben mir welche geschrieben, je mehr Kühe ich habe, umso mehr Futter kann ich da reinpacken. Also das klappt schon. Das automatisiert, also das tut sich automatisch vergrößern, je mehr Kühe man hat. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ich finde aber trotzdem so eine Mod, womit man quasi nochmal alles ausbauen und so könnte, das fehlt irgendwie so ein bisschen in dem Spiel. Das würde ich mir definitiv noch reinwünschen. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hin und wir schrauben jetzt die Zeit mal richtig, richtig schön hoch, damit wir einfach mal, ja, ein bisschen gleich was zu tun haben. Denn hier, diese Silage, die wird sich ja auch jetzt hier, ja, denke ich mal, gut entwickeln. Wir gucken mal gerade ganz kurz, wie weit das ist. Ja, der Stand ist jetzt bei 7%, ja, also das wird auf jeden Fall da noch ein bisschen dauern. Aber ich habe ja da hinten das Riesengerstefeld angelegt und da können wir mal gucken gleich, wie weit da der Stand dann ist. Da kann ich nämlich dann auch mal loslegen. Ich muss auch mal gucken, ob ich mir irgendwie so eine Art Güllewagen oder so demnächst kaufe, womit ich dann die ganzen Felder mit Gülle noch machen kann, damit dann einfach mehr Ertrag rauskommt. Das geht auch wohl bei der Wiese, hat mir jemand geschrieben. Also ich soll auch Gülle über die Wiese machen und wir schrauben mal eben die Zeit runter, denn das sieht so aus, als wenn da hinten, ja, das komplette Feld hier fertig ist. Oh Gott, Alter. Ja, erstmal ein Unfall gegen einen Baum gefahren hier, ne? Sehr schön, Kevin. Ja, das ist hier auf jeden Fall fertig. Sehr schön. Da können wir nämlich jetzt heute erstmal hingehen und schön Stroh machen. Ja, und ich hoffe, dass wir bei den Kühen auf jeden Fall jetzt so langsam aber sicher dann auch an dem Punkt ankommen, wo ich dann immer genug für die habe an Futter und allem drum und dran. Das ist nämlich das Wichtigste. Und dann können wir loslegen und uns auch noch auf ein anderes Gewerbe konzentrieren. Ich glaube, dass sogar die 100. Folge, ich fahre mir hier schon wieder eins zusammen. Ich glaube sogar, dass die 100. Folge von Farming Simulator echt ein guter Zeitpunkt ist, einfach mal zu sagen, jo, jetzt fangen wir auch mal was Neues noch an, neben den Kühen, und machen etwas. Das können wir dann ja alles ausmachen. Ich meine, in der Folge 100 werde ich ja 100 Minuten Farming Simulator spielen. Und da kann man sich auf jeden Fall einiges dann überlegen, was man so anfangen könnte an Gewerbe. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall erstmal, ich muss eine Menge Geld ansparen. Sonst habe ich echt ein kleines Problem, weil dann kann ich nicht mehr viel machen. Ihr seht das ja jetzt schon. Ich habe jetzt gerade mal knapp 40.000 im Spiel. Ja, das ist nicht sehr viel Geld. Das ist sogar, um ehrlich zu sein, relativ wenig. Ja, und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir da genug Geld ansparen, dass ich dann in Zukunft genug auf Vorrat habe für ein neues Gewerbe, was ich jetzt betreiben will. So, als allererstes einmal machen wir jetzt hier vorne das Ding ab. Das kommt jetzt erstmal hier hin, das Dresch, oder eher gesagt das Mähwerk, das Dreschwerk. So, dann setzen wir den hier mal zurück, ordentlich, ja, zack. Sehr schön. Dann parken wir den nämlich jetzt erstmal ein hier, diesen Anhänger, den ich habe, womit ich immer eigentlich das Gras transportiere für die Kühe. Den werden wir jetzt hier, den müssen wir wahrscheinlich da reinstellen. Wird aber so jetzt relativ schwierig gehen. Ja, bisschen vorwärts. So, jetzt nochmal, nein, nicht so, sondern so rückwärts, ja. So, zack. Dann steigen wir eben aus, ja. Ich muss nämlich hier die Tür aufmachen. Genau die hier. So, zack. Die hier können wir wieder zumachen. So. Und dann fahren wir hier schön mit unserem Trecker rein und fahren ihn da gleich rückwärts rein, den Anhänger. Das wird gut klappen, denke ich mal. Das kriege ich schon hin ordentlich. So. Und ich hoffe natürlich, ihr freut euch auch auf das 100-Folgen-Special. Genauso wie ich, ja. Also, es ist schon echt, oh Gott, eine richtig, richtig geile Zeit jetzt in LS17 gewesen.
Und ich freue mich einfach auf das, was noch kommen wird. Ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen mehr demnächst an Mods finde, die nochmal ein bisschen mehr, neue Sachen ins Spiel bringen. So ein paar neue Elemente. Aber ich habe ja für Folge 100 was vorbereitet. Lasst euch mal überraschen. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Sache werden. Jetzt wollte ich den anderen Anhänger holen. Ich habe ja noch einen anderen Anhänger. Das ist der zum Transportieren von den ganzen Weizensachen und so. Die Frage ist nur, habe ich den hier? Ja, den habe ich da stehen. Sehr schön. Weil ich muss nämlich gucken. Ich glaube, ich habe hier sogar so einen Silo stehen, ne? Ja, da ist ein Silo. Da kann ich Sachen reinkippen dann. Da kann ich nämlich dann, wenn ich irgendwas habe für diesen Anhänger, da ist, oh ja, da ist sogar was drinne. Das kann ich, glaube ich, sogar da reinkippen, ne? Ganz kurz schauen. Ich mache mal eben die Tooltips an. Dann gucken wir mal. Abdeckung, Düngersilo schließen. Das ist das Düngersilo. Okay, da müssen wir mal gucken eben ganz kurz. Ich glaube, das Getreidezeugs, das kam nämlich da hinten rein. Da musste ich extra in so einen Schuppen reinfahren, um das irgendwo ablagern zu können. Weil ihr seht ja, Weizen habe ich ordentlich gerade hinten drinnen, ne? Und den wollen wir ja nicht wegschmeißen, den Weizen. Den packen wir dann erstmal schön ins Silo. Mal ganz kurz schauen. Ich glaube, hier ist das sogar. Ja. Hier ist das Weizensilo nämlich. Ja, genau. Und hier muss ich den Kram quasi reinkippen dann. Ja, dann müssen wir das Tor noch öffnen hier. Hier haben wir übrigens so ein Düngteil, ne? Ja. Oh, hier muss ich sogar reparieren. Machen wir mal. So. Mit der schön repariert ist, dann können wir nämlich auch düngen. Und wegen Dünger muss ich mir absolut gar keine Sorgen machen. Davon werde ich mehr als genug haben. Ah, Moment. Weil ich kann ja hier mit dieser Gülle von den Kühen kann ich das ja machen. Oh, Moment. Passt der da nicht rein? Oder muss ich ein bisschen weiter? Moment. Oh Gott. Ich hänge mit die Trecker fest. Ah, jetzt habe ich es geschafft. So, Moment. Hier abladen. Warte, ich gucke jetzt mal erstmal, ob der das dann da reinkippt oder ob das dann da hinten... Nee, der würde das nämlich nach da hinten machen, ja, und das will ich nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir fahren mal weiter nach vorne. Befüllung starten. Nee. Auskippen, ja, I. Jetzt schüttet der das da nämlich hinten ins Silo rein, ja. Da ist jetzt alles im Silo drin. Genau das wollte ich nämlich haben. So, jetzt füllen wir nämlich schön das Silo. Das ist das, was ich haben möchte. Damit das nicht hier irgendwo rumfliegt, das ganze Weizen und sowas. Da können wir nämlich jetzt auch von unserer anderen Maschine dann das Weizen hier reinknallen. Ja, da werden wir uns jetzt hier schön mit dem Trecker an der Seite hinstellen. So, zack. So, dann wechseln wir mal in unseren Mähdrescher hier. Genau. Oh, der scheint sogar... Ah, nee, der hat noch ein bisschen Weizen, hat da drinne. Ja, dann müssen wir das eben auch mal lernen. Dann packen wir das nämlich da hinten rein jetzt in den Anhänger. Und dann kann ich das auch noch mal leer machen. Und mit dem kann ich, glaube ich, das komplette Feld fast abfahren. Also da werde ich auf jeden Fall sehr, sehr viel reingepackt bekommen hier. In erster Linie geht es mir ja sowieso nur darum, Stroh rauszubekommen. Aber ich könnte die Felder auch mal düngen und alles, damit ich einfach noch mehr Ertrag habe. Weil wenn ich das so oder so mache, dann kann ich es ja auch verkaufen, auch wenn es wenig gibt, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr die ganze Sache seht, aber ich denke mal, Sinn macht das ja schon, was ich gerade vorhabe oder sage, ne? So. Ja, dann müssen wir jetzt noch mal hier so ein Stück weiter nach vorne. Oh Gott. So, machen wir so, genau. Jetzt bin ich hier ein bisschen ins Feld gefahren. Ja, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Ist aber nicht so tragisch. So. Okay, dann müssen wir jetzt gucken. Den stellen wir jetzt hier ab. So. Zack. Dann drehen wir hier eben eine Runde. Hoppla. Ich muss übrigens eben auch mal in die Ego-Perspektive gehen. So. Und dann kuppeln wir das Teil hier erstmal an. So. Dann müssen wir hier alles ein- und ausklappen. Das Gerät, Schneidewerk zuerst einklappen. Habe ich doch. Das Gerät, warte, Drescher zuerst ausklappen. Oh. Aufklappen. Oh, ich habe den gerade zugeklappt. Mein Fehler. So. Müssen wir nur darauf achten, ob der dann auch wirklich das Stroh hinten rauspustet. Ja, macht er, okay. Sehr schön. Ja, dann können wir jetzt loslegen. Da können wir jetzt das ganze Feld hier eben dreschen. Gar kein Thema, Leute. Das wird mit dem
Mähwerk oder dem Drescher, den ich hier habe, absolut gar kein Thema werden. Der wird das sowas von easy gepackt bekommen. Das Ding ist so riesig, ja. Und ihr seht, da passt auch eine Menge in meine Maschine hier rein. So, da müssen wir nur gucken, dass wir so ein bisschen weiter nach links rüber gehen hier, ne? Weil wir haben da ein bisschen eben gerade was ausgelassen. Da können wir ja nachher nochmal langfahren. Sehr schön, das entwickelt sich ja wirklich prächtig hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die 100. Folge, wie die ankommen wird. Ob ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt und wer da alles noch so mit am Start sein wird, ja. Ich sag immer so, so ein Special von irgendeinem Projekt ist immer eine coole Sache. Und da sind immer relativ viel mehr Leute am Start als sonst, ja. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Vor allen Dingen finde ich es halt echt krass, dass ich dieses Let's Play bis 100 Folgen schon durchgezogen habe. Ich bin mal gespannt, wie weit wir das gemacht kriegen noch, Alice17. Eins ist auf jeden Fall klar, wenn Cattle and Crops rauskommt, das werde ich definitiv auch wieder zocken, ja. Da wird es dann aber kein Alice17 wahrscheinlich mehr geben. Ich werde dann auf Cattle and Crops umsteigen, weil ich finde das schon vom Ding her, es reizt mich etwas mehr momentan. Was mich so ein bisschen an Alice17 stört, man ist relativ schnell an dem Punkt. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann doch noch eher so, glaube ich, das Casual-Kind. Ich bin sehr schnell an dem Punkt, wo ich sagen muss, das Spiel wird eintönig. Mir fehlen einfach die Möglichkeiten in dem Spiel. Verschiedene Sachen, also mal was anderes als nur mit einem Rasenmäher über den Rasen fahren, mit einem Drescher hier brechen oder Mais, ja. Und mir fehlt einfach so ein bisschen die Variation, ne? Dieses Unterschiedliche. Ja, es gibt noch das mit den Bäumen und so absägen und verkaufen und so. Ja, ist auch eine geile Sache. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Das wird definitiv kommen, so eine Forstwirtschaft. Aber mir fehlt einfach noch so ein bisschen doch mehr Variation im Spiel, ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, ja, wie da so euer Stand der Dinge ist. Ich habe aber schon in der Community bei vielen gelesen, die gesagt haben, so ja, das ist eine Sache, wo Giants einfach echt momentan nichts Neues bringt und das Potenzial total verschenkt ist von diesem Spiel. Ne? Keine Ahnung, wie da euer Stand der Dinge ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, dass bei Cattle and Crops definitiv ein bisschen mehr so an Features kommen wird und so. Man muss es auch mal positiv sehen für die Leute, die nicht so überzeugt sind von Cattle and Crops, ja. Die sagen so, ja, die machen das jetzt nur, weil Alice17 so gut sich verkauft und bla bla bla. Man muss das immer mit etwas, mit einer etwas anderen Sicht auch sehen, diese ganzen Sachen. Denn Konkurrenz belebt das Geschäft, ja. Das heißt, das muss nichts Negatives sein, dass es jetzt da die Entwickler von Cattle and Crops gibt, die da richtig motiviert sind und reinhauen, weil vielleicht bewirkt das ja auch, wenn Cattle and Crops sich richtig gut verkauft, dass Giants einfach mal ein bisschen mehr Gas gibt, dass sie auch mal kreativer werden, mal ein bisschen mehr rausbringen, mal ein bisschen mehr an ihrem Spiel feilen und sowas, weil es gibt doch schon einige unzufriedene Leute bei Alice17, ja, nicht im Sinne von, ja, das Spiel ist scheiße oder so, sondern die einfach sagen so, ich würde mir wünschen, dass Giants da doch noch einen Ticken aktiver hinter ist, ne? Klar kann man das Ganze modden und so, aber, Alice17, warum ist das so beliebt? Klar, weil viele Sachen, die auch damals durch Mods richtig krass waren, wie dieses Forstwirtschaft zum Beispiel, wurde jetzt richtig ins Spiel übernommen, ne? Und das ist natürlich eine ziemlich geile Sache, wenn dann von den Entwicklern selbst solche Features reinkommen, die dann einfach tausendmal auch besser als eine Mod funktionieren. Kann natürlich sein, dass es vielleicht sogar schlechter als eine Mod ist. Dann definitiv, keine gute Sache. aber ich weiß nicht, wie ist da eure Sicht zu der ganzen Situation? Seht ihr Cattle and Crops als klare Konkurrenz? Seht ihr das so als Ding wie ich, so dass ihr sagt so einfach, jo, Konkurrenz belebt das Geschäft? Und vielleicht wird dadurch ja mal bei Alice17 einfach noch ein bisschen mehr dran gefeilt, so wie ich mir das gerne wünsche. Wie ist da so euer Stand der Dinge? Würde mich auf jeden Fall mal echt mega hart interessieren. Und wir fahren jetzt hier erstmal irgendwie, ja, so, zack. Und dann hoffe ich, dass ich da gleich den Drescher schön geleert bekomme. Oh Gott, nicht an dem Baum. Sehr schön, das Rohr ist auch lang genug von dem Ding, so dass ich da perfekt einschütten kann alles. Sehr schön. Und dann können wir nämlich gleich dann direkt weitermachen. Hatte ich da nicht Weizen drinne? Ja, jetzt wird daraus Weizen, ne, glaube ich, aus dem Gerste, aus dem, was ich da drinne hatte. Keine Ahnung genau. Ist mir auch egal. Ich baller das einfach nach ein Silo und gut ist und dann wird es verkauft am Ende. Von daher kann mir das wirklich sehr, sehr schnuppe sein. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie euer Stand der Dinge da so ist. Das würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren.
Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich hier das Feld auf jeden Fall fertig bekomme. Ich glaube, da müssen wir nur noch jetzt einmal fahren. Ja, ich werde da jetzt nicht noch ein zweites Mal leeren müssen. Und dann haben wir das so gesehen schon fertig. Jetzt vorne hier aus, da sehen so ein bisschen was vom Feld kaputt gefahren. Das war natürlich keine Absicht, aber Stroh kriegen wir hier mehr als genug raus. Also ich denke mal, Stroh werde ich auch für die Kühe in Zukunft mehr als genug haben. Genauso auch wie Wiese, also da gibt es auch mehr als genug Gras, was ich jetzt immer mähen kann für die. Und dann sind meine Kühe immer bestens versorgt. Sehr schön. Und dann können wir jetzt auf ein zweites Standbein gehen, was wir uns aufbauen. Genau das ist es nämlich, was wichtig ist. Erstmal ein sicheres Standbein aufbauen. Das haben wir jetzt mit unserer Milchproduktion gemacht. Die werde ich natürlich weiter immer versuchen, so gut es geht, auszubauen, dass wir immer mehr Kühe haben, weil ich würde schon ganz gerne das hinbekommen, dass ich echt pro Tag irgendwie mit den Kühen alleine locker 300.000-400.000 mache. Das ist dann schon echt heftig viel Geld, was man einfach so passiv nebenbei einnimmt, während man eh die Jobs, die man zu tun hat, macht. Und ich glaube, Forstwirtschaft jetzt als nächstes wäre schon nicht schlecht. Aber ich glaube, bevor ich das mache, werde ich lieber eher mit Feldern arbeiten. Also das heißt so Sachen mähen und verkaufen, weil dann kann ich das direkt mit den Kühen kombinieren. Wie mit dem Weizen oder der Gerste, ja. Da macht es, glaube ich, am Ende einfach nur die Masse, die richtig viel Geld ranbringt. Wenn ich die ganzen Sachen dünge und dann verkaufe und so, kriege ich natürlich bestimmt auch dementsprechend viel Ertrag und dann auch viel Geld daraus. Da müssen wir einfach mal schauen. Da könnt ihr mir natürlich gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was jetzt als nächstes das schlauste Geschäft wäre, was ich neben dem Kuh- oder dem Milchverkauf, den ich am Laufen habe, aufmachen könnte, wodurch mir nicht unbedingt übertrieben viel mehr Arbeit entsteht, weil ich brauche ja sowieso für die Kühe Wiese. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, jetzt mache ich noch Schafe, weil für die brauche ich ja so oder so auch Wiese, ne, dann ist das ja so eine Arbeit, die ich auch zusätzlich miterledige, während ich mich um die Kühe kümmere. Ich hoffe, ihr versteht genau, wie ich das meine. Und dann würde ich mal sagen, war es das auch heute schon gewesen von der Folge Alice17. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen und ihr seid genauso gespannt wie ich auf das 100-Folgen-Special. Ja, und da habe ich eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Und dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, an dieser Stelle, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und wer in Zukunft keine Folge Alice17 mehr, vor allen Dingen das 100-Folgen-Special verpassen will, der kann natürlich gerne rein abonnieren, sofern er es noch nicht getan hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Alice17 wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.